Sie sind hier, 16. Dezember 2018, 17.45 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Diana Eidberger feierte beim Weltcup in Lake Placid ihren ersten Saisonsieg. Urheberrecht Getty Images. Die deutschen Rodlerinnen glänzen erneut. Angeführt von Diana Eidberger feiern sie beim Weltcup im amerikanischen Lake Placid einen Dreifacherfolg. Die Olympia-Zweite Diana Eidberger Ilmenau hat den nächsten Dreifachsieg der deutschen Rodlerinnen angeführt und damit auch ihre eigene Negativserie beendet. Die 27-Jährige gewann am Sonntag den Weltcup auf der US-Bahn in Lake Placid und verwies Olympiasiegerin Natalie Geisenberger, Miesbach, mit 31.000stel Sekunden Vorsprung auf den zweiten Rang. Julia Taubitz, Oberwiesenthal, überzeugte als Dritte. Den Männern hatte Johannes Ludwig, Oberhof, am Samstag als Zweiter einen Podestplatz gesichert. Der langjährige Dominator Felix Loch Berchtesgaden enttäuschte als Fünfter schon wieder. Bei den Doppelsitzern gewannen Toni Eckert, Sascha Benecken, Ilsenburg, Zoll, vor ihren Dauerrivalen Tobias Wendel, Tobias Alt, Berchtesgaden, Königssee, anders als die Männer, bei denen der zweimalige Einzel-Olympiasieger noch weiter auf seinen ersten Saisonsieg wartet, sind die Frauen des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland, BSD, bislang nicht zu schlagen. In Lake Placid fand nun auch Eidberger ihre Form wieder. Punkt. Bislang hatte sie mit 2 achten Plätzen in Eagles und Whistler sowie einem Sturz in Calgary enttäuscht. Einziger Lichtblick war ein dritter Rang im Sprint von Eagles.